Jo, heute fahren wir mal ein bisschen Eisen, sind an der Eisenmine und fahren einfach mal Eisen. Und ihr drückt einfach O, um Eisen zu fahren, weil die Steuerung ist ein bisschen anders als auf der 3.0 und 2.0. Da war es Windows-Taste oder wie man es gelegt hat. Diesmal ist es standardmäßig Dieser auf Map gilt O. Leerlauf. Wenn ihr O drückt, farmt ihr, wie man sieht. Und einfach gedrückt halten, dann farmt ihr schneller. Ja, und dann gehen wir einfach zum LKW, drücken T-Inventar und laden dies ein, wie ich das vorher schon gemacht habe. Ja, dann fahren wir erstmal. Dann machen wir mal den LKW voll und danach fahren wir zur Schmiede, um das Eisenerz zu Eisenbahren herzustellen. User left your channel. So, dann fahren wir jetzt mal 6,6 Kilometer. Los geht's. User left your channel. Einfach mal ein bisschen quer einfahren, weil sonst fahren wir ganz, ganz lange mit dem LKW. Das will ich euch nicht zumuten. So, herzlich willkommen zurück. Da ein Service-Start war, oder eher gesagt angekündigt und dann doch nicht, fahren wir jetzt mal hier ab der Stadtmitte weiter Richtung Eisen- und Kupferverarbeitung. Los geht's. So, gucken wir mal kurz auf der Karte. Wir müssen... Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier unten. Rechts, links, rechts, okay. User left your channel. So, da sind wir da. Steigen wir mal aus. Hoppalopp. Was ist denn hier? Hoppalopp. Gucken, was hier User rumliegt. joined your So channel. ein bisschen. Vielleicht können wir ja was aufheben. Da dran. So. Dann haben wir mal ein bisschen was aufgehoben. So. Dann lagern wir mal ein bisschen. User left your channel. User disconnected from your channel.
prima. So, dann verkaufen wir hier mal. Zack. Ich habe schnelles Verarbeiten im Talentbaum. Deswegen geht das bei mir recht schnell. So. User left your channel. So, verarbeiten wir nochmal schnell zügig. Mit dem Mausrad wählt man aus und dann Mausrad reindrücken. Dann verarbeitet man schnell. Ihr wundert euch, warum es bei mir schnell geht, ne? Ich habe ja einen Talentbaum hier, Z. Und hier im Talentbaum, je nach Skillstufe, kann man dann erhöhen. Schnelles Verarbeiten von legalen Materialien, das habe ich zum Beispiel. Das ist nämlich sehr, sehr praktisch, um schnell voranzukommen. Und man kann bis hier stehen und es verarbeitet weiter. User joined your channel. Oh, mal hier ein bisschen Feuer an. Zack. User joined your channel. Oder erlöschen. Das hier nicht an. Okay. User joined your channel. User left your channel. Ah, jetzt geht's. Sieht doch schon schöner aus. Oh, ich habe noch nichts ausgewählt, habe ich vergessen. User joined your channel. So, dann fahren wir jetzt mal direkt weiter zum Händler. Kupfer- und Eisenhändler. Los geht's. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. User joined User your left channel. Your channel. So, prima. User joined your channel. Und hier können wir halt dann von außen auswählen, also von innen auswählen und direkt, ja, alles in die Tasche und direkt hier verkaufen. Das geht dann schneller. So, so ein kleiner Trick am Fenster direkt. Verkaufen. Dann nochmal T. Komm. Haben wir auch gerade. Na, gerade ging es ja, hat man ja gesehen. Aber sonst klappt es eigentlich zwischendurch. Oder man geht von außen und dann hier Mausrad, komm. Ah, gerade ging es doch noch. Ja, manchmal klappt es nicht. Ist ein bisschen verbuggt. Okay, jetzt klappt es gerade nicht. Das macht nichts, ist ja nicht weit entfernt. User left your channel.
So, da haben wir jetzt alles verkauft, haben jetzt ja knapp 800 noch was 1000 eingenommen. Jetzt gucken wir uns mal hier noch mal eben um, ein bisschen Telefon nutzen kann. Ich glaube leider nicht. Es wäre auch cool, dass man da mal ein Taxi ruft oder was auch immer. Ne? Ja. Okay. Prima. Dann würde ich erstmal sagen, dann verabschiede ich mich hier und sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Marburger. Ciao.